Ja. Peter, hallo, das Transkript ist hier, ich bin auch hier. Wie wollen wir denn das anlegen jetzt? Ja, das ist ja das Originale, die originale Textfassung des Telefonats, die ja Sebastian Kurz dann auch selber verteilt hat an die Journalistinnen und Journalisten. Ich würde aber sagen, wir kürzen mal den Text ordentlich ein, man gibt es einfach zu viele Wiederholungen. Und dann würde ich auch sagen, du spielst ihn kurz, weil du bist der bessere Schauspieler. Okay, also gut. Okay, na, also, du bist dann Thomas Schmidt. Passt. Ja, ergibt sich günstig, ja. Ja, na, da merkst du, wie klug ich bin. Gut. Ja, also bevor wir anfangen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass dieses Telefonat aufgezeichnet wird. Ja, man hat mich auch vorher schon mit einem Mikro verwandt. Dann bin ich dadurch sozusagen der Ex-Bundeskanzler. Ja. Gut, es geht los. Du musst mich aber bitte schön anrufen, ja, weil sonst müsste ich den Kurz wählen und weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist oder gewesen. Ja. Okay. Ja, servus, grüß dich. Ja, hallo Thomas, entschuldige. Ich war gerade im Telefonat. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Ich war gerade draußen, deshalb habe ich nichts gehört. Ja, laufen geht ist eh schlau, sollte ich auch einmal machen. Ja, naja. Es ist das Einzige, glaube ich, dass man den Kopf freikriegt. Ich wollte mich nur noch einmal bedanken bei dir für deine nette SMS. Gell, entschuldige, dass ich nicht zurückgeschrieben habe. Ich war nur irgendwie die letzten Tage so fertig. Ja, ich war irgendwie nicht imstande, da mich zu melden. Ja, naja, du weißt eh, Sebastian, wie es mir geht, will ich dir gerade nicht... Ich fühle mich da so, ja, also, es ist alles ein Wahnsinn. Ja. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, gell? Wie geht's denn dir? Ja, mir geht's überhaupt nicht gut. Es ist alles ein Wahnsinn. Ich denke da so viel drüber nach und du hast so viel Zeit einfach auch dem allen untergeordnet. Ja, und ich komme dann immer wieder zu diesem Ding und denke drüber nach, warum ist dieses Kastl in meiner Wohnung? Ja. Na, sie spielen alles und sie spielen jetzt, dass ich gesagt habe, der Mitterlehner ist eine Sau. Na, dann tun sie so, als hätte es noch nie irgendein anderer gesagt. Also ich finde, das ist auch irgendwie arg, dass dann, jetzt wird es gerade so dargestellt, als wäre ich der erste Mensch, der in Österreich schon einmal über wen geschimpft hat. Ja, du, das ist alles so absurd und so heuchlerisch. Ja, so, ja, also diese ganzen Sexisten da beim Standard, diese alten Männer, ja, die sich immer so aufführen, jetzt da glauben, sie können die Moral sein. Ne? Oder dieser, wie heißt der, dieser von den Neos da, dieser Stolz, ja, dieser Widerling, der glaubt, jetzt muss er moralische Tipps geben. Das ist einfach alles so unglaublich. Also. Du, und sag, das, was sie uns da strafrechtlich vorwerfen, kannst du dir das irgendwie erklären? Weil ich meine, ich kann irgendwie seither überhaupt nicht mehr schlafen, weil ich schon an mir selbst zweifle und das Gefühl habe, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich habe dir doch nie irgendwie, wir haben doch nie einen Auftrag gegeben. Oder wir haben doch nicht einmal über und Inserate und sowas geredet. Oder ich habe doch nie gesagt, du sollst der Beinschab. Oh, das ist irgendwelche Aufträge gegeben. Ich finde das so, ich lese diesen Akt und denke mir, das gibt's denn. Wie kann man das behaupten? Oder ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon alles vergessen habe. Ja, aber das ist ja eben das Schlimme, ja, dass man eben, dass sie ja ihre eigene Geschichte zusammenbauen, ja. Und dann hat eben der Frischmann diese Umfrage gemacht, weil der hat ja mit der Beinschab regelmäßig halt telefoniert. Und das war immer so, die hat einmal in der Woche diese Erhebungen gemacht. Und dann hat man halt noch ein, zwei Fragen angehängt. Und ja, ich meine, dass diese depperte Kuh dann die Rechnungen da umeinander schiebt. Und aus dem, die jetzt machen, das war alles ein Auftrag, das war eine ganz andere Sache, ja. Aber sag mal, welches kranke Gehirn kommt drauf, dass ich das beauftragt hätte? Im Jahr 2016, wo der Schelling Finanzminister war. Und weißt also, mir tut's eh leid für dich auch, keine Frage und so. Ich find nur so skurril, wie kann man sagen, ich hätte das beauftragt oder ich hätte das angestiftet. Das verstehe ich irgendwie nicht. Naja, das mit dem Anstiften, das ist ja zum Beispiel irgendwie etwas, was... Ich kann dir das nicht konkret beantworten, weil das immer etwas Abstraktes ist. Ich meine, ich habe das wirklich
dreimal selber gelesen und ich denke mir einfach, wie kommt man auf das? Und dann denke ich nach und gehe in mein Hirn hinein und alles. Und ja, natürlich, du hast mir immer erzählt, irgendwie mit dich und läuft so und du kennst die Journalisten und hast mit Fellner und alles, aber du hast mir wahrscheinlich, ich hätte mich nicht daran erinnern können, aber wahrscheinlich die eine oder andere Umfrage weitergeschickt. Ja, aber dass ich im Jahr 2016 gesagt hätte, jetzt stellst du dir irgendwelche Rechnungen aus und gibst irgendwelche Inserate. Also, ich finde es einfach eine Frechheit, dass man mir das unterstellen kann. Ich könnte jeden Tag irgendwie explodieren. Ja, ja, und ich meine, das Schlimme an denen, weil die bauen sich ihre eigenen Geschichten zusammen, ja, und dann ziehen sie alle diese möglichen Leute hinein, und das ist ja das Abenteuerliche, ja. Ich kann dir da leider bei dieser Anstiftung, also, wie gesagt, also, mit dir auf sowas kommen, das kann ich dir nicht beantworten, ja. Naja, du, Thomas, bist du in Wien einmal, dass wir uns einmal zusammensetzen können, oder? Wie schaut's denn aus bei dir? Ja, morgen ginge es bei mir. Ginge das bei dir zufällig? Ja, bis am Abend auch. Oder wann bist du denn verfügbar? Ja, morgen am Abend wäre ich auch verfügbar, ja. Also, ja, morgen bin ich eben noch in Wien und dann bin ich ein paar Tage draußen. Und ich melde dann mich bin morgen ich wieder da. Aber, okay. Bitte, ja, du, nur eine Frage, diese eine Nummer. Ja, ich habe jetzt tatsächlich eine zweite Nummer mittlerweile, aber ich bin eh auf dem hauptsächlich erreichbar. Ja, na passt, ich melde mich morgen bei dir. Gut, baba. Danke, servus. Ja. Ja, das waren Auszüge aus dem Telefonat zwischen Kurz und Schmidt. Vielen Dank, dass du da warst. Ich liebe meinen Gregor Seeberg. Wow.